Hallo und ein herzliches Willkommen zu einem weiteren Angezockt auf meinem Kanal. Ja, heute spielen wir mal Scrap Garden The Day Before. Da geht es um den kleinen Roboter Kenny und der muss einen verschollenen Techniker in den Katakomben unter der Stadt finden. Was ich allerdings lustig finde, ist, ich habe dieses Game schon seit einigen Jahren in meiner Steam-Bibliothek, habe das nie gezockt. Und heute denke ich mir, ja, machst du ganz einfach mal und da stelle ich fest, dass das ein Teil ist, der einen Tag vor dem Hauptspiel spielt. Das heißt, das Hauptspiel habe ich nicht, aber den Tag davor. Es ist ganz, ganz toll. Das ist ein 3D-Plattformer, und ich möchte euch gerne auch ganz schnell mal die Entwickler sagen. Das ist Iggy Gijos, Bachur und Alexei Davidov und der Publisher ist Vlasem. Und das Spiel ist aus dem Jahr 2016. Und das musste ich mir aufschreiben, weil das sind russische Namen und da komme ich gar nicht mit zurecht. So, dann wollen wir mal gucken. Ich will mal hoffen, ne, dass hier die Musik jetzt nicht da unten rechts stehen sie dann auch nochmal. I'd like to tell you about one very unusual day for a very ordinary C4N robot, whom the other robots called Kenny. A robot for whom many more exciting events were destined to happen. But nobody suspects this yet, not even him. And so our story begins when the phone rang in Kenny's home. Okay, gut, dann wollen wir mal loslegen. Ich habe keine Ahnung, muss ich hier mit Maus spielen oder geht es hier nur mit Tastatur? Ich hab keinen Plan, wartet mal. Ja, wahrscheinlich nur mit Tastatur. Ja, wie hallo? Ich hab keinen Plan. Hab keinen Plan. Also hiermit kann man auch noch laufen. Hör mal auf zu klingeln. Machst mich nervös! WASD ist, also doch mit der Maus. Sagt es doch. Aber warum geht sie denn dann nicht? Autschen! Drücke linke Maustaste, um Objekte aufzunehmen. Ja, haben wir es jetzt kaputt gemacht, oder was? Okay. Kenny, this is Keeper. You know I don't call without a reason. We've got a desperate situation. Last night the city's water supply pressure dropped, and the reservoir engineer isn't picking up the phone. And then, as luck would have it, the door to the reservoir was blocked. Oh. Kenny, you're a jack of all trades. Help open the door and restore the water pressure. The city will be indebted to you. Wie immer, ne? Die Welt wird in deiner Schuld stehen. Ja. Gut, dann wollen wir mal gucken, was wir hier noch alles so ein bisschen kaputt machen können. Okay, das ist ein Hocker. Ich würde den jetzt umgehen irgendein. Ah, oh, hier kann ich Schubladen aufmachen. Okay, das kann ich nicht nehmen. Das kann ich nicht mehr nehmen. Das kann ich nicht nehmen. Fernseher ist auch im Arsch. Ach Gott, Fernseher wird sowieso überbewertet. Von daher. Nö. Der kann sicherlich auch springen, oder? Ja, Kenny, jetzt bist du da hinten reingefallen. Dann komm hier wieder raus. Guten Tag, mein Name ist C4N, also genannt Kenny. Hier noch, oh Mann, da ist ein Schlüssel. Was haben wir hier? Da liegt ein Schlüssel. Ich will den Schlüssel. Nein, aber dem. Los, wir stürzen uns jetzt wagemutig zum Fenster raus. Hopp, nochmal. What? Ich dachte, das wäre der Weg nach draußen. Autsch. Gut, dann eben nochmal. Kenny, this is Keeper. You know I don't call without a reason. We've got a desperate situation. Last night the city's water supply pressure dropped and the reservoir engineer isn't picking up the phone. And then, as luck would have it, the door to the reservoir was blocked. Kenny, you're a jack of all trades.
help open the door and restore the water pressure. The city will be indebted to you. Ja, natürlich. Die Stadt wird in unserer Schuld stehen. Ein Hocker. Was soll ich denn damit machen? Das ist euer Ernst? Dazu brauchte ich jetzt den Hocker? Oh, nee, da ist eine Leiter. Warte mal. Was sammelt er denn da? Schrott oder was? Ja, Scrap. Klar. Okay. Jo, wie bei der Feuerwehr. Bzzzt. Da läuft einer rum. Warte mal. Fass. Das Fass kann ich nicht nehmen. Schade. Ich will da rein. Hallo? Nö, auch nicht. Dann noch eine Etage tiefer. Okay. Ah, oh, okay. Kapitel 2, morgendliche Straßen. Geh. Okay. Juhu. Juhu. Schnauze voll hier. Was? Geh mal da weg. Ich will hier durch. Ich will hier rüber. Ne. Da geht's aber nicht lang. Also wir sollen jetzt in den Untergrund. So, und wenn ich dem jetzt die Kiste an die Birne werfe, ja, passiert natürlich gar nichts, ne? Voll langweilig. Dort kommt die Kiste, nehmen wir mal mit. Da steht noch eine Kiste. Guckt mal an, hier liegen noch mehr Schrauben. Das sind, glaube ich, die Schrauben, die ich locker habe. Ne? Der soll die jetzt mal schön einsammeln und dann werden wir weitersehen. Vielleicht kann ich schön so, ne? Klar Salzwasser und mit Schrauben gurgeln oder so. Nee, also die Kisten sind wahrscheinlich nur dazu da, um. Oh, was ist das? Hä? Okay, 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 okay. Dann werde ich diese Kiste da. Was ist denn hier mit dem Mülleimer? Ach, guck mal an. Darf ich Ihnen einen Mülleimer kredenzen? So, an den Kopf oder so. Hier, was hier? Nö, hier ist nichts. Okay, 122 Muttern und Schrauben haben wir jetzt gesammelt. So, das sieht aber nicht aus, als wenn wir das kaputt machen könnten. Das sieht eher aus, als wenn wir das irgendwie. So, Kletterhilfe oder so. Das hört sich an, als wenn da irgendwie Sand drin wäre. Okay. Ich da drauf hüpfe. Da drauf hüpfe. Nee, wir kommen da nicht rüber. Also wir sind da sehr beschränkt. Aber ich denke mal, wir werden erstmal hier genug zu tun haben. Was ist das denn? Popcorn. Was? Ich verstehe kein Wort. Cool. Was? Kaspernase? Wo ist das hier? Okay.
Das geht nicht. Was steht da? Keine Ahnung. Nicht dran vorbeispringen. Setz mal auf diesen Kasten springen oder was das da ist. Nee. Spring. Nee. Nein. Okay, so geht es auch nicht. Der ist gesperrt. Da liegen wieder Hirnzellen von uns. Nimm mal. Wirf mal. Was ist denn das hier? Fallen hier Blätter runter oder was? Ja. Okay, was ist das hier? Tasso, was gibt's denn hier? Was? Kannst du mich reparieren? Ich hab keine Ahnung, ne? Ja. Dann nichte. Da, genau. So, da kannst du dich jetzt drauf abstützen und gut ist. Also ich weiß nicht, ob ich die Kisten jetzt hier mehr zum Rumwerfen benutzen sollte oder ob ich die zum Klettern benutzen sollte. Aber auf der anderen Seite ist ja so, ne, wenn ich die erstmal angepackt habe, dann werfe ich die automatisch weg. Keinen Plan. Wir haben sicherlich schon vorne in der ersten Straße garantiert ja jede Menge irgendwas liegen gelassen, ne? Naja, da brauche ich mich nicht so anzustrengen hier. So. Ich kann das Bild auch nicht nach oben kippen, dass man sieht, was da oben ist oder so. Okay. Holz? Huch, was war denn das jetzt? Hallo. Mach nicht so eine Sache mit mir. Oh, diese Musik, ne? Die ist klasse. Damit kannst du das sagen. Wenn du da fertig bist mit der Musik, oder siehst du irgendwann bunte Kreise. Das ist einfach so. Na? Staxenheini? Okay. Ist nicht. Ich glaube, wir müssen da nochmal zurückgehen. Ich weiß nicht, ob da irgendwas in irgendeiner Form für uns da rumliegt. Das weiß ich ja nun nicht. Aha, guck mal. Aha. Aha. Das Map-Ende. Okay. Hä? Was macht denn der da immer? Cool, dann machen wir jetzt hier lang. Was macht der denn? Pisst der in die Ecke? Da ist ein Ölfass kaputt. Und das Ding hier, ne? Das ist doch das, was der uns auf der Zeichnung gezeigt hat. Was? Guck mal, jetzt läuft er uns nach. Läuft er uns nach? Okay, bleib mal da stehen. Ich muss da auch noch ein paar Schrauben holen, die du vielleicht locker hast. Warte mal, bleib schön da unten. Da oben. Ich geh jetzt mal hier hin. Hier kann man. Nein! Nein!
Ach nö, ach nö, nö. Ach komm schon. Da fängt man jetzt immer wieder von vorne an. Ich will wieder zu meinem Freund, dem ölsüchtigen, kopflosen Roboter. Ist das euer Ernst? So finden wir diesen Techniker in den Katakomben aber nie, wenn wir hier keinen Blödsinn machen dürfen. Und jedes Mal wieder von vorne anfangen müssen. Ja, esst immer euer Popcorn. Okay. Guck mal an. So kommen wir doch hier hoch. Wo sind wir? Wo sind wir? Aua! Na gut, okay. Ich will wieder zu unserem vierbeinigen gelben Krabbenfreund. Pam? Gellet, du bist der gewesen, ne? Genau. Wartet mal. Da, ne? Ach, der sucht den. Der ist. Der geht doch selber auf die Suche. Ich habe ihn gefunden. Und glaub ja nicht, dass ich ihn an dich ausliefer. Der gefällt mir viel zu sehr. Selbert, ne? Nicht selber, sondern Selbert. Ja. Trampel. Okay, dann gehen wir entweder hier hin und wieder hier hin. Okay. Ne, da hinten war ja nichts. Hier sind noch zwei Kisten. Okay. Was braucht er, die ganzen Schrauben? Da ist er. Da ist er. Gut, ich gehe mal die Schrauben holen. Wir sollen den sicherlich zu diesem Typ dahin bringen. Und dann sind wir den ja schon wieder los. Das ist doch Kacke. Da, komm mit. Ich soll dich irgendwo abliefern. Cool. Sieht so ein bisschen aus wie eine angestrichene Waschmaschinentrommel auf Bein. Schaffst du das, hinter mir herzulaufen, ja? Muss ich nicht langsamer laufen? Nein, nein, muss ich nicht. Geh weg. Öl auf der Straße. Pass auf. Ja, guck mal, der läuft hinter uns her. Da? Alter, die Musik. Oh, süß. Ja, und, jetzt kann ich das Fass. Dann kriegt es hier. Da kannst du. Oh ja, genau. Stöpsel da an, ne? Mit deinem Pinuckel da. Und da kannst du dann das Zeug saufen. So, mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Wir sollen in die Kanalisation. Ah, nee, doch, hier können wir da runter springen mal. Ja. Das sieht doch schon sehr nach Kanalisation aus, da. Ah, okay.
hier irgendwo... Was war denn das jetzt? Kann ich hier irgendwo rein? Nein? Achso, nee, hier waren wir doch eben gerade schon. Nee. Hier irgendwo rein? Vielleicht wenn wir einen Fass davor werfen oder so. Dass wir vielleicht in die Türen reinkommen. Nö. Okay, aber hier unten war doch auch nichts. Da waren mit dieser Waschmaschinen-Heini. Ich kann aber auch nicht sehen, ob wir irgendwo hochkrabbeln können. Okay, dann wir müssen nochmal zurück. Hilft alles nicht. Okay, da oben können wir wohl drauf irgendwie. Was stimmt denn hier nicht? Irgendwas stimmt hier nicht. Ich meine, ihr werdet das nicht sehen, aber ich komme dauernd mit der Maus. Mit einem Doppelsprung kommst du auf die Plattform, okay. Zurück auf meinen Desktop. Und irgendwas? Keine Ahnung, ne? Ganz viel Schwung und Schmackes. Yeah. Insert Coin? Ich habe keine Coins. Wo soll ich die her haben? Was? Das kostet 150. Nein. Ah, mach mal Lucky Lucky. Wir sind in der Kanalisation, meine Lieben. Okay. Jetzt kann ich das Bild nicht mehr drehen. Jetzt. Was? Nein. Okay, dann nehme ich gleich so ein Teil mit. Wer weiß, ob uns nochmal sollte so eine Ratte entgegenkommen. Bam. Können wir das auch aufheben? Oh ja, guck mal. Ah! Oh, da ist aber eine Ratte. Moment, da müssen wir noch was mitnehmen. Okay. Bam. Tja, kriegst einen auf die Mütze. Okay. Wenn jetzt hier aber noch eine Ratte ist, ne, dann haben wir aber schlechte Karten. Weil ich habe jetzt gerade nichts zum Werfen. Aber. Okay, dafür brauche ich einen Schlüssel. Hoch. Oh, da muss ich auch noch aufpassen, dass ich hier nicht runterknalle.
Okay, geht's hier noch weiter? What? Ah! Ja, ist ein bisschen blöd jetzt, ne, mit dem Seitenverkehrt und so. Ich wusste schon, warum ich das nicht machen will. Ja gut, aber wir müssen Gott sei Dank nicht nochmal von ganz vorne anfangen. Hä? Gehst du ganz kaputt hier? Was? Okay. Gehst du jetzt kaputt? Na also, geht doch. Was haben wir denn hier? Home Documents, Image Data. Ach, guck mal an, was kann man denn hier machen? Dokumente, Image. Augentest. Ah, okay. Was auch immer. Nee. Okay. Ich sag einfach mal so schlau. Kann ich nicht mit anfangen. Okay. Das mögen sogar tatsächlich unsere Originaldateien sein, die wir... Boah, jetzt habe ich nichts zum Werfen. Ich habe nichts zum Werfen. Oh, ist die süß. Was zur Hölle? Nein! Aua! Nimm mit. Eieieiei. Aber da war dann auch eine zweite, oder? Wo ist denn die zweite jetzt? Na okay, die ist scheinbar, ne? Der anderen aus Mitleid gefolgt oder so. Ich habe keinen Plan. Ich kann euch das nicht sagen. Oh, da ist eine Ratte. Okay, jetzt nicht mehr. Da springe ich garantiert nicht nochmal auf. Ein Schlüssel, okay. Boah, ich habe da viel zu viel Angst, dass ich da reinklatsche. Guckt euch das mal an, wie der sich bewegt. Okay, das Ding schwimmt. Ratte irgendwo? Nee. Okay. Aber dann gehen wir trotzdem erst nochmal hier lang. Weil so wie das aussieht, haben wir unsere ganzen Schrauben verloren. Ich habe da jetzt nicht drauf geachtet, ob das so ist, aber anzunehmen... Nee, die hole ich nicht. Anzunehmenderweise ist das so. Okay, hier ist nichts mehr. Dann werden wir jetzt... da reingehen. Upsala. Ach, guck mal hier. Das sieht aus wie so ein Batzel. Ein Butzle. Nimm das mal. Ich habe hier nun mal überhaupt keinen Plan, ne? So blöd. Das sollte der gar nicht dahin machen, aber nun gut. Aber vielleicht ist das so ein Schiebedings, ne? Kennt ihr das noch? Ich kenne das mit Zahlen drauf. Ah.
Ah, jetzt wissen wir auch, wie die andere Ratte kaputt gegangen ist. Wir sind wahrscheinlich da drauf gehüpft. Ja, guck mal unsere Energieleiste oben links an. Na, da sind wir dann gleich wieder platt. Wir haben einen Schraubenschlüssel! Okay. Der macht das von ganz alleine dahin. Also da kann ich gar nichts gegen tun. Okay. Ne, da ist schon wieder eine Ratte. Dann müssen wir erst dieses Fass hier mitnehmen oder was das ist. Okay. Ratte, jetzt machen wir Ratatouille aus dir. Nein! Was macht er denn? Spackengesicht. Nochmal alles. Da, fast gleich mitgenommen. Nein, leg mal da erstmal hin. Und uns da die Schrauben. Yeah. Kann ich nichts drehen? Drehen und wenden vielleicht? Nein. Kann ich nicht. Mach mal auf. Das nehmen wir gleich mit. Da sitzt sie nämlich schon wieder und wartet auf uns. Ich möchte aber darüber. Geh mal weg. Nein! Nein. Wir brauchen doch den Schraubenschlüssel für was auch immer. Okay, so, nochmal. Hier drüber. Nicht so weit. So, alles mitnehmen. Das können wir ja jetzt schon ganz gut. So, Fass mitnehmen. Zack. Habe ich das noch vergessen? Dann nehmen wir das noch mit. Wo ist das Fass hingefallen? Einen Versuch mache ich noch. So, das nehmen wir nochmal alles mit. So. Kriegt die Ratte erstmal gleich eine gebröselt. Oh, brauche aber. Kriegt die Ratte gleich erstmal eine gebröselt. Ja, alles klar. Alter Schwede. Okay, Kopf, einmal versuchen wir es noch. Ja, wir müssen den Schraubenschlüssel da haben. Tada! Und das war's, meine Lieben, mit angezockt. Ich, bevor ich mich hier aufreibe. Ja, also mir hat Spaß gemacht. Und ich danke euch fürs Zuschauen. Wenn es euch Spaß gemacht hat, dann lasst mir doch ein Like da, lasst mir einen Kommentar oder vielleicht auch ein Abo. Tschüss!